Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Island! Endlich wieder! Beim letzten Mal haben wir in Welt 6 die erste Stage durchquert und sind in einer Welt angekommen, in der ein Bandit unser Baby klaut, und ich glaube, das sollten wir vielleicht verhindern. Wenn's möglich wäre. Eventuell. Unter Umständen. Okay, 6.2. Gluthöhle. Und ich muss jetzt erstmal ganz kurz wieder in die Steuerung reinkommen. Denn abgesehen davon, dass ich jetzt knapp einen Monat nicht gespielt habe, weil ja Prüfungen waren, oh, die möchte ich. Habe ich jetzt auch ein neues Gamepad, weil mein altes sich irgendwie entschieden hat, nicht mehr zu funktionieren. Das ging auf einmal einfach nicht mehr, das hatte wohl einen Wackelkontakt oder so. Und ich bin aber noch mit dem neuen Controller relativ skeptisch, weil, naja, wahrscheinlich wird er seinem Kaufpreis entsprechend funktionieren, hat halt nur 10 Euro gekostet. Aber als ich das Fatih gegeben habe, um mal kurz was zu testen, hat er es geschafft, beim ersten Versuch gleich das Steuerkreuz rauszubrechen. Ich habe nicht mal gedacht, dass das überhaupt irgendwie möglich ist, aber irgendwie hat er es hinbekommen. Auf jeden Fall hoffe ich mal nicht, dass das jetzt in irgendwelchen total bösen Sprungpassagen passiert. Und dieser kleine Bandit da unten, der regt mich ziemlich auf, weil der uns die ganze Zeit verfolgt. So. Ach, man kann ihn mit 3 normalen Sprüngen besiegen? Na, dann geht das ja. Okay, dann mache ich mal noch hier den Inhalt raus. Wow! Okay, gut. Wir machen nicht den Inhalt raus. Warte mal, ich besiege den erst noch so. Da kommt gar nicht hinterher. Na, dann geht das auch. Schön, es können also auch Gegner in den Eimern sein. Duck dich. Danke. Dann mache ich hier mal drüber. Ich glaube, hier möchte ich die linke Seite benutzen, um die Eier zu sammeln. Sonst fällt mir das da wahrscheinlich in die Lava. Na, das habe ich sehr gut gemacht. Nee. Wunderbar. Besser schon. Viel besser. Wow. Okay, bei dem Leben sage ich jetzt auch erstmal nicht nein. Und bisher klappt das mit der Steuerung ja doch noch recht gut. Das ist fein. Und 27 Sterne schon. Das heißt, wenn wir jetzt in den Sternkreis zum Beispiel rennen, haben wir zumindest schon mal die Sterne abgeschlossen. Und ich bin mir sicher, dass ich da hoch kann. Wusste ich doch. Ja, und da ist auch noch mal was. Aber es wären nur Sterne gewesen. Egal. Auf jeden Fall war das ein Secret. Yeah. Hier könnte auch eins sein. Nö. Dann halt nicht. Ach, die Roten rennen vor uns weg. Okay, das ist ja auch gut zu... Ach, jetzt komm, ich springe eben so auf dich drauf. Ist mir doch egal. Fein. Hätten wir das... Oh Mann. Nein. Uah. Klack, klack, klack. Okay. Schön, also wir sollten am besten nicht irgendwelche Stampfattacken auf die Diebe machen, sondern einfach nur dreimal draufspringen. Das scheint effektiver zu sein. Dich esse ich, da ist doch bestimmt was drin. Sterne? Ja, Sterne. Okay. Dich esse ich mal, warte mal, nee. Ah, sehr gut, und jetzt spucke ich dich rein. Fein, perfekt. Ich dachte erst, du passt nicht mit dem Kopf da rein. Moment, ich will da drüber hinweg. Der kann mir, glaube ich, egal sein. Da stammt, nein. Ah, was machen die denn? Nein, ksch. Komm her. Danke. Hier, du blöder Bandit. Jetzt mach mal. Nein, ksch. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich den erstmal besiegt. Fein. Jetzt habe ich wenigstens erstmal da ein bisschen Ruhe. Das kann mir jetzt erstmal gestohlen bleiben. Erstmal stampfen. So. Dann sind hier hoffentlich Sterne drin. Nein, eine Blume. Na gut, das ist auch okay. Aber ich denke mal, ich sollte hier noch irgendwo was finden, um Sterne zu bekommen. Im Notfall weiß ich jetzt gar nicht, ob ich noch so einen kleinen Sternzähler im Gepäck habe. Damit ich das nochmal voll krieg. Moment. Ich kann doch bestimmt hier oben drüber. Nein. Ach so, aber er hat keine Eier mehr. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Das war fast klar. Hupsala. Klack. Und klack. Und stampf. Und mampf. Und pampf. Und das nehme ich. Wunderbar. Das war. Ah, natürlich welche. Oh mein Gott, ich hasse die Dinger. Sehr, sehr uncoole Gesellen. Oh. Kannst du dich runterschießen? Hey, und mach das bitte noch einmal, da muss ich nämlich nicht selber da oben stampfen. Hier, mach mal. Ach, danke. So, dann stampfe ich einmal so und gucke, ob hier was ist. Nö, okay. Gut, dann eben nicht. Gut, jetzt sind wir auch wieder voll mit unseren Sternchen. Ist hier was? Nee. Ist hier was? Ja, okay, wir haben hier... Oh, Münzen. Okay, ganz nett. Das sieht man ja auch, dass da was ist. Ein Leben, fein. Stampfen erstmal. Dich esse ich. Sehr gut. Und raus hier. Oh Gott, ist das schon wieder schwer als Einstieg. Und das sieht auch unglaublich spaßig aus. Okay, gut. Ich halte schon mal B gedrückt. Ja, renn, Baby Mario. Renn. Mach alle kaputt. Wow. Spring. Ja, nimm dir das mal. Okay, und ich glaube, ich möchte den da nochmal sammeln. Genau. Damit ich mir einen Sprung spare, sozusagen. Ach so, na gut. Man schafft es zeitlich wohl auch. Doch auch so relativ locker. Gut. Dann geht's jetzt schnell weiter. Heps, heps. Nein. Oh Gott. Ich möchte das. Danke. Das möchte ich. Danke. Nein.
Macht das doch nicht so unnötig kompliziert. Oh, und wir sind drin. Ja. Ach so, wir können nicht als Baby Mario. Gut. Haben wir erstmal alles überhaupt? Ja. Oh Gott. Okay, schön. Und durch. Ah, schön. Ah, die erste Stage nach der Pause geschafft. Das fühlt sich irgendwie schön an. Und bekommen wir was dafür? Ja. Wunderbar. Da hoffe ich doch mal, dass das jetzt nichts wird, was mit Glück oder so abhängig ist. Wie kann der Baum überhaupt in der Lava wachsen, frage ich mich gerade. Diese Yoshi-Häuser stehen auch wirklich überall. Verrückt. 100 Punkte. Danke sehr. Oh, ist das cool. Ich glaube, ich bin wieder drin. Ein Leben für uns. Fein. Und wir haben... Kartenschnipsen. Sehr schön. Okay. Kartenschnipsen ist wenigstens... Also ist zwar mit Glück, aber besser als ein Omega-Bandit. Na toll! Das gibt's doch nicht. Aber wir haben anscheinend die gleiche Wahrscheinlichkeit zu gewinnen wie beim einarmigen Banditen. Grrrr. Okay, und das sieht auch unglaublich spaßig aus schon mal vom Vorschaubild her. 6-3. Balkentwist. Ah, ja. Das ist eine total spaßige Welt. Okay. Habe ich hier irgendwie die Möglichkeit gleich mal an... Wow! Ein paar Eier ranzukommen, damit ich hier vielleicht nochmal... Moment, ich muss ja eh... Oh, Abroxas! Die sind so geil! Ich mag die. Aber hier haben wir scheinbar nicht die Möglichkeit, an Eier ranzukommen. Darum muss ich jetzt mal wohl oder übel... Ah, shit, die Feuermelone nehmen können. Ah, da. Das war nicht so klug. Okay, gut. Naja, jetzt haben wir halt 6 Eier. Auch ganz nett. Und haben dadurch wieder unsere Sterne aufgefüllt. Das wollte ich damit sagen. Huch, jetzt sind es auf einmal 3. Die haben sich vervielfältigt in der Zeit, wo ich nicht da war. Hm, machen die denn das? Ist ja wie Zellteilung. Heps. Danke, da gehe ich mal drüber. Da warte ich, bis es still steht. Schön. Hepsala, hepsala und drüben. Und ich glaube, ich möchte hier nicht allzu lange warten. Nee. Und ich glaube, ich möchte den ganzen Teil hier überspringen. Oh, schön. Ah, hier haben wir auf einmal Eier. Das ist ja fantastisch. Nein. Es sind die Pollen. Unter allen Dingen, die hier hätten sein können. Warum sind hier die Pollen? Na gut, wahrscheinlich wegen der ganzen Pilze. Es könnten Sporen sein. Oh Gott. Ich mag die Pollen ja eigentlich, aber der Effekt, den die haben, der ist ja nun wirklich sehr hinderlich für so ein Plattforming hier. Dadurch... Oh Gott. Die sind auch noch so eng, dass man kaum durchspringen kann. Das ist echt uncool. Ich glaube, das möchte ich hier... Ja, reinstampfen. Fein. Oh, und das sieht schon mal halbwegs angenehm aus. Nein. Nee, dich esse ich auch. Okay. Dich hau ich an und dann gehe ich lieber mal weiter. Okay, wir haben den schwersten Teil, glaube ich, schon mal fast geschafft. Ich möchte mal daran. Danke. Und da rein. Ich mache mir mal noch die 2 Eier da. Danke. Ach, ich weiß, was das für eine Stelle war. Ich glaube, hier möchte ich mal, genau, mich hochschießen lassen. Dann komme ich hier nämlich in eine Geheimgegend. Wusste ich's doch. Fein. Und hier gibt es ganz, ganz viele Münzen. Das ist total fantastisch aufgebaut, der Raum. Und jetzt ist das so eine Sache mit auswendig lernen, denn wir haben hier eine linke Tür und eine rechte Tür. Und eine Tür bringt uns weiter und eine Tür bringt uns wieder zurück. Und am Anfang müssen wir hier die linke Tür nehmen, denn dann geht das mit dem Münzensammeln problemlos weiter. Danke sehr, und wir bekommen hier definitiv ein paar Leben zusammen. So, danach müssen wir die rechte Tür nehmen. Bei der sieht es zwar jetzt so aus, als könnten wir da nicht hochgehen, aber wenn wir eine Weile kurz warten und warten, kommen da unsere Freunde, die uns helfen wollen. Ballons, wunderbar. Und dann schnappe ich mir mal schnell... Oh, warte ich mal noch schnell auf den letzten Ballon, der hier langkommt. Hey, komm hoch. Danke sehr. Nee, drauf und schnapp mir nochmal die... Ah, noch ein Leben, sehr gut. Beim dritten Mal müssen wir nochmal die rechte Tür nehmen. Also bis jetzt ist es links, rechts, rechts. Dann kommen wir in diesen Raum, wo wir erstmal Eier bekommen und wo es ganz viele Leben gibt. Weil ich unglaublich faul bin, benutze ich jetzt einfach mal den Pow-Block. Bam, 7 Leben. Wunderbar. Und als letztes müssen wir wieder die linke Tür nehmen. Da kommen wir jetzt, glaube ich, in den Raum, wo es nochmal etliche Sterne gibt. Ja. Achso, ja, also in den Kisten natürlich. Nicht hier oben da irgendwo. Gehe ich mal kurz hier rüber. Mach das mal noch kaputt. Da sind jetzt natürlich auch nur Münzen drin, weil wir schon zu viele Sterne haben. Danke. Das stampfe ich auch noch kaputt. Und das stampfe ich auch noch kaputt. Wunderbar, das klappt perfekt. Und die Tür bringt uns zum gleichen Ort wie die ganzen anderen Nietentüren, sag ich mal. Und zwar bringt die uns in diesen... unglaublich langen Gang. Und der bringt uns dann wieder zum Anfang. Also so halb. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal kurz... ja, okay. Ich glaube, ich muss nochmal kurz hier zurückgehen. Ja, genau deswegen. Und wegen dem vor allem. Hoi, das hätte ich ja fast vergessen. Sehr gut. Fein. Ist eigentlich auch ziemlich dreist, dass das Ding uns vor die Sachen bringt, statt... Wow, 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 wow.
Nein, böser Ball. Moment, es tut mir zwar leid, aber du musst mal kurz da runter. Das ist mir sonst definitiv zu heikel. Das schnappe ich mir mal. Ich glaube, hier möchte ich möglichst schnell drauf. Und hier müssen wir übrigens gar nicht das Ding runterrollen. Es reicht nämlich, wenn wir hier einfach stampfen. Dann bekommen wir das auch. Dich möchte ich mal essen. Ach, wir waren schon voll. Schade. Hier sind nur Münzen drin. Sprich, da wäre eigentlich noch ein Sternchen drin gewesen. Und hier ist, ein Flammengegner. Okay. Hups. Ein paar Münzen. Stampf. Wow, 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 wow. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, haben wir es geschafft? Waren das alle? Waren das alle? Waren das alle? Ja! Fein, dann würde ich sagen, durch den Ring, Yoshi. Wunderbar. Und geben wir das dem Gelben. Und wir wissen ja, was es heißt, wenn der gelbe Baby Mario trägt. Oh, es gibt ein Minispiel, das meine ich aber gar nicht. Beim nächsten Mal sind wir schon im Schloss. Fantastisch. Okay, erstmal nehmen wir gerne unsere 100 Punkte entgegen. Ring. Dang, da, 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 dang. Ja, danke sehr. 300 Punkte in Welt 6. 3 Leben dazu. Und ein Minispiel, was haben wir denn? Ein Omega-Bandit, okay. Wenn ich mich an das Kartenschnipsen erinnere, wird das jetzt auch nicht besser werden, glaube ich. Und wir haben... nichts. Sehr schön. Dabei hatte ich doch 2 Millionen. Was soll denn das? Egal. Okay. So, aha. Okay. Beim nächsten Mal, würde ich sagen, sehen wir uns mal das Schloss von diesem stacheligen Kugelmonster an. Ich habe das Gefühl, dass da sehr viele Stacheln sein werden. Ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken komme. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Elik. Bye!